Yo guys, what's up, the Blue Gangster is back mit einem Wiederholungspart von Wie spiele ich Tekken 7. Und zwar habe ich mir noch sehr, sehr vieles überlegt, was habe ich nicht genau genug erklärt, was habe ich eigentlich vergessen, was sogar zu den Basics gehört, wenn ich jetzt schon eigentlich alles durch habe. Und ja, was sollte ich nochmal erwähnen? Das sind eigentlich sehr viele Sachen, ich versuche es aber in begrenzter Zeit zu halten, so wie eigentlich meine Tutorials lang sind. Und deswegen würde ich sagen, wir legen direkt los. Ich habe da jetzt keine direkte Order. Ich habe jetzt einfach mal nur von oben nach unten hingeschrieben, was fehlt denn, was wäre nochmal wichtig zu erwähnen. Und das machen wir jetzt einfach durch. Und die Beziehung, wenn es da eine gibt, die erkläre ich dann nebenher, okay? Also los geht's. Und zwar zuerst, was ich nicht wirklich gescheit erklärt habe. Wegen den Throws. Ihr wisst ja, es gibt, ich zeig's mal schnell hier in der Angriffsliste. Hier. One Throws. Two Throws. Also one Throws. One plus four. Two Throws. Two plus four. Und das hier one plus three natürlich. Dann gibt es das jeweils von der Seite und es gibt spezielle Two Throws. Es gibt normale One Plus Two Throws und auch spezielle One Plus Two Throws. Und zwar mit 3 plus 4. Zum Beispiel Law hat es. Alles andere ist das gleiche. So. Die Throws treffen im Normalfall, wenn der Gegner stehen bleibt, wenn er nichts Dummes macht, wenn er nicht gerade hochgesprungen ist, attackiert und er mit seinen Frames im Plus ist. Und dann gibt es noch den sogenannten Throw-Block. Wenn ich einen One-Throw mache, 1 plus 3, und der Gegner drückt im richtigen Moment 1, hat er ihn geblockt. Wenn ich 2 plus 4 drücke, und der Gegner drückt im richtigen Moment 2, das hier, hat er ihn geblockt. Wenn ich einen 1 plus 2-Throw mache, oder einen 3 plus 4-Throw mache, und der Gegner drückt schnell genug 1 plus 2, dann hat er ihn geblockt. Das ist immer möglich, okay? Wie gesagt, bei Bewegung, wenn der Gegner sich komisch bewegt, wenn er sich duckt, wenn er springt, wenn er gerade angreift, dann geht der Throw zu, sagen wir mal, 70% nicht durch. Es gibt Sonderfälle, es gibt Glücksfälle, wenn ihr schnell genug seid, aber ansonsten geht der nicht durch. Ihr solltet, wenn ihr schon throwt, und man sollte es nicht zu oft und nicht zu wenig benutzen, man sollte es eine, sagen wir mal, eine ganz normale Runde, ja, nur mit einem Sieg jeweils, einer Final Round, sollte man mindestens 2 bis 3 Mal throwen. Ja, für eine normale Runde, 2 bis 3 Mal. Und da solltet ihr gucken, wie der Gegner darauf reagiert, weil wenn ihr keine Ahnung vom Gegner habt, dann benutzt verschiedene, und bei manchen, wo ihr euch sicher seid, okay, der denkt sich, ich throw jetzt wieder anders, da nehmt ihr einfach wieder den vorherigen Throw. Ja, weil er dann denkt, okay, ich dachte, jetzt kommt ein anderer, aber dabei kommt wieder der gleiche. Was meistens aber nicht so ist, das ist ja auf dem höheren Level so, meistens ist es so, dass jeder immer nur auf die gleiche Art und Weise Throws blockt. Und normalerweise ist es so, aber ich glaube, seit dem System hier ist es wirklich so, dass One Throws und Two Throws wirklich mit One oder Two, egal was, geblockt werden können, was in Tekken Tag 2 nicht so war. Aber One plus Two und Three plus Four Throws müsst ihr wirklich mit One plus Two abwehren, okay? Dann gibt's Throws, die könnt ihr gar nicht abwehren. Zum Beispiel ein Ultimate Tackle, dazu kommen wir später. Air Throws. Ja, wenn der Gegner euch in der Luft packt. Das können manche Charakter, wie Gigas kann das, glaube ich.
King kann das auf jeden Fall. Akuma bin ich mir sicher. Lars kann's. Die anderen fallen mir gerade nicht ein, aber so viele gibt's gar nicht. Dann noch Wallfroze, also wenn ihr gegen die Wall gesplittet seid oder der Gegner gegen die Wall gesplittet ist. Wiederum King, Lily. Ja, müsst ihr halt gucken, je nach der Movelist. Steht auf jeden Fall drin. Aber das ist auch möglich und diese Froze sind unblockbar. Okay? So. Von wegen Ultimate Tackle, da machen wir gleich weiter, weil ich habe euch ja gesagt, wenn die Distanz nicht zu groß ist und ihr rennt auf den Gegner drauf, dann habt ihr Ultimate Tackle. Es können manche Leute wie Katsuya, die haben das in der Command List als Move, dann macht ihr Down, Back, 1 plus 2 und schon habt ihr einen Ultimate Tackle im Stand. Ich mach mal kurz die Abwehr raus. Was ich nämlich noch nicht erwähnt habe, ist, was für Möglichkeiten hat man bei dem Ultimate Tackle? Also ist es so, wenn ihr einen Ultimate Tackle macht und der Gegner oder ihr, wenn ihr getackelt wird, drückt bevor ihr auf dem Boden landet, 1 plus 2, dann dreht ihr euch um. Dann seid ihr oben. Okay? Das muss aber sehr gut getimed sein. Weil eine Sekunde zu früh oder zu spät und es funktioniert schon nicht mehr. Jetzt. Da müsst ihr, also direkt nachdem man zusammengekommen ist, direkt nach der Kollision, sollte man 1 plus 2 drücken und der Gegner dreht sich. Ich glaube, ich kann es euch zeigen. Oh, wiederholte Aktion. Aufzeichnen. Abschließen. Okay. So. Das war zu früh. Das war wieder zu früh. Das war zu früh. Da wirft ihr den Gegner weg. Ist es bei dem sein Ultimate Tackle möglich? Wahrscheinlich nicht. Dann machen wir das anders. Dann gehen wir wieder auf Abwehr ganz kurz. Gegner. Eingabeverzögerung. Gegner, Gegenangriff, Wurf, Abwehr. Nee, das muss hier irgendwo sein. Alles abwehren. Machen wir mal alles abwehren, mal gucken, was dann passiert. Na komm, Jin. Macht ihr nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie ich euch das zeigen kann, weil mir hier diese Option nicht gegeben sind. Vielleicht so. Ja, nee, das passt so. Na, kommt hin. Ne, funktioniert nicht. Auf jeden Fall, das werdet ihr dann schon sehen, was passiert. Ihr dreht euch auf jeden Fall um. Ich kann deswegen Training, weil ich gerade keinen zweiten Spieler habe, nicht zeigen. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Und zwar könnt ihr eine Attacke, die eigentlich ein Universal Move ist, 1 plus 2, während ihr den Gegner umgeschmissen habt. Wenn ihr diesen Move kassiert und ihr drückt, bevor euch sozusagen der Hit connected. Ich zeig's euch mal. Hier. Jetzt würdet ihr in diesem Moment 1 plus 2 drücken, dann würdet ihr euch umdrehen und den Gegner ein Armbar sozusagen geben. Und ansonsten sind die Möglichkeiten jeweils dreimal, viermal 1 oder 2 zu benutzen. Ihr könnt's auch mixen. Ihr könnt auch 2-1 drücken, ihr könnt auch 1-1-2-2 oder 2-2-1-1 oder 2-2-1-2, ist völlig egal. Aber wenn ihr noch diesen Griff am Ende machen wollt, nein, du sollst mir jetzt nicht nachahmen, wenn ihr noch diesen Griff am Ende machen wollt, dann solltet ihr nur drei Fäuste benutzen, deswegen bin ich vorhin auf drei gekommen.
1, 2, 3 und dann zack. Das ist auch noch möglich. Es gibt Charaktere wie zum Beispiel King, weil der ist ja Wrestler, Griffmaster. Der kann zum Beispiel doppelte oder spezielle. Dragunov genauso, der hat 4 verschiedene Optionen. Da gibt es besondere Sachen, könnt ihr in der Movelist nachgucken. Und Ultimate Tackle. Position. Neustart. Blick Richtung Gegner. Nach hinten. Von der Seite wirkt sowas nicht, aber selbst hier könnt ihr das blocken. Hier müsst ihr das so machen, wie eigentlich auch von vorne, wenn ihr die Fäuste abblocken wollt. Das ist nämlich auch möglich. Müsst ihr im selben Moment die gleiche Taste drücken wie der Gegner. Das heißt, wenn ich auf den Gegner jetzt so drauf bin, Ultimate Tackle, und ich drücke One, dann muss er genau, wenn der Schlag kommt, auch One drücken. Wenn ich Two drücke, auch Two drücken. Ja, es ist kompliziert, es ist aber eine Möglichkeit. Ihr müsst es voraussehen, ihr könnt es sehen, wenn ihr seht, kommt jetzt von links oder rechts, ja. Und je nachdem könnt ihr das blocken. Das sind die Optionen beim Ultimate Tackle. Okay, dann hätten wir das auch durch. Jetzt gehen wir noch was durch, was ihr gerade von Kazuya gesehen habt. Das passt irgendwie perfekt alles zusammen. Und zwar, was mache ich, wenn ich aufstehe oder irgendwie dazu komme, dass ich in dieser Position lande? Dass ich mit dem Rücken zum Gegner bin? Was kann man da machen? Und zwar gibt es bei jedem Universaloption und dann gibt es wiederum Charaktere, die haben ganz besondere Moves. Ja, es gibt sogar Charaktere, die haben eine Backstance. Bei Ling Xiaoyu oder bei Lei Wulong damals war das so, ihr drückt Back 3 plus 4, ja, und dann gehen die, drehen sie sich automatisch um und dann haben sie schon besondere Attacken. Fang zum Beispiel hat das auch, der hat da sogar einen besonderen Move, der ziemlich viel abnimmt, 50 oder so, ja, weil der Gegner denkt, okay, jetzt kann ich da eigentlich voll viel machen, jetzt kann ich da voll viel drauf gehen, er kann sich, weil vom Rücken kann man sich ja eigentlich gar nicht schützen, ja, kann ich voll drauf gehen, falsch, man muss aufpassen. Es gibt One ganz normal, Two normal, Three auch universal und Four, das sind alles universale Moves. Up Forward 3 ist universal, Up Forward 4 ist universal und ansonsten gibt es da wirklich eigentlich nichts anderes. Jetzt noch die Lows, ja, und die Throws, ja, das ist alles so möglich. Und wenn der Gegner auf euch drauf geht, macht ihr einfach Up Forward 4. Ganz kurz. Na, wo bist du? Nee, dich wollte ich nicht. Wiederholte Aktion. Aufzeichnen. So. Ich mach jetzt das hier. Dann habe ich einen direkten Launch. Ja? Das sind diese Optionen. Und wie gesagt, man kann sich da nicht schützen. Das heißt, sollte euch der Gegner mit einem String kriegen, dann geht ihr auch komplett durch. Sollte der Gegner euch in dem Moment, obwohl ihr nichts drückt, mit einem Launcher kriegen, dann geht der durch. Das Problem ist, man sollte da eher entweder Throws benutzen, weil Throws von hinten am stärksten sind, oder Strings, wie zum Beispiel jetzt 1-2-4. Weil der Gegner sich am Rücken nicht drehen kann. Und wenn ihr Strings benutzt, dann seid ihr so krass im Plus, dass der Gegner viel zu lang brauchen würde, um sich zwischendrin umzudrehen und wieder schützen zu können. Versteht ihr? Ja? Und das ist es. Wenn ihr Launcher macht, dann ist das Problem. Ich glaube, ich zeige es euch am besten. Nach vorne, nach hinten. Ja? Wenn ihr jetzt sowas macht, oder sowas, dann geht es auch komplett durch, weil der Gegner nichts dagegen machen kann. Er könnte sich jetzt nicht mal selbst in die letzte Delay drücken, weil er durch den Backturn einfach zu krass im Minus ist. Das Problem ist, wenn ihr Launcher macht, ja, bei Jin, ja okay, jetzt habe ich extra ein Combo genommen, der bei Backturn funktioniert, ja. Dann habt ihr das Problem, das seht ihr wahrscheinlich schon. Ja, dass der Gegner nicht mit den Füßen zu euch hochgeht. Das heißt, eure Range während eures Juggles ist viel, viel kürzer. Ihr müsst also
viel, viel kompaktere Kombos benutzen, um sie dann überhaupt durchführen zu können, also dass die überhaupt durchgehen während eines Bergturms. Weil würde ich jetzt sowas machen. Seht ihr das? Da kommt nicht mal der Anschluss dazu. Das bringt nichts. Und Froze, ja, weil es gibt Charaktere wie Lars und King als Beispiel, die können an einem Combo-Ender einen Running Throw ausführen, ja. Die gehen da nicht hin und machen sowas, sondern die throwen. Oder selbst wenn der Gegner noch im Juggle ist, können die den throwen. Aber wenn der Kopf zu eurem Gegner ist, dann treffen diese Sachen gar nicht. Treffen sie, weil sie sind dafür vorgesehen, die Beine vom Gegner zu packen. Verstanden? Das ist halt Vor- und Nachteil bei Backturn. Darum geht's. Und damit hätten wir das eigentlich. Okay? So, hier jetzt nochmal ein Beispiel wegen dem, was wir gerade angesprochen haben. Und zwar geht es hier um Hitbox. Normalerweise sind sie noch leicht ausgefüllt, aber das habe ich jetzt mal unterlassen. Und hier seht ihr, wie im Stand die Hitbox von Jin und Kazuya ist, also was eigentlich getroffen werden kann. Und das ist halt nur im Stand. Das Hitbox ist halt das, was berührt werden kann, beziehungsweise wo der Angriff ist. Hier sieht man ein gutes Beispiel. In der Mitte ist zum Beispiel die Kollision, die hat natürlich dann ihre Hitbox, aber da Jin ja ausholt bei seinem Forward 3, ist diese größer, aber wirklich nur der Bereich zählt, der Bereich zwischen seinen Beinen und der mittleren Hitbox, der gilt gar nicht, genauso wie sein Rücken. Und bei Kazuya ist es auch nur dieser Teil, das heißt ein Teil von seinem Bein und seiner Hand, die könnte man eigentlich gar nicht berühren. Das ist nur extra Animation sozusagen, weil Tekken und die Charaktere bestehen eigentlich aus Blöcken. Das ist die Hitbox. Und wenn diese Blöcke getroffen werden, dann passiert es. Dann passiert erst etwas. Hier habe ich in Blau und Rot unterteilt, weil das ineinander geht. Da sieht man, wo eigentlich der wichtige Part von Kazuya ist, was eigentlich berührt werden kann. Und Jins Attacke bzw. die Kollision an sich sind dort in 1, deswegen ist diese diesmal so groß. Und da seht ihr, wo das Blaue mit dem Roten zusammentrifft, was eigentlich getroffen werden kann. So, hier sieht man das nochmal genauer. Ich habe halt einen ganzen Combo sozusagen da als Beispiel. Da zählt nur der vordere Teil von Jin, der hintere Teil ist komplett überflüssig, der ist gar nicht in der Hitbox drin, also den bräuchte man gar nicht im Spiel. Dann ist dort die Faust für seine Kollision und für Kazuya der Teil, der getroffen wird bzw. nur getroffen werden kann. Es ist egal, mit welcher Attacke ich komme, ein anderer Bereich würde gar nicht treffen können. So. Und da seht ihr das nochmal besser, weil ich jetzt mit dem Tailspin habt und da seht ihr auch eindeutiger, welcher Teil von Kazuya dort eigentlich nur getroffen werden kann. Ja, welchen Teil man dafür braucht, wo die Attacke hingehen soll. Der erste Part ist Jin, seine Hitbox, was man wirklich braucht und außenrum was nicht und die Kollision mit dem Kick, die das Ganze zustande bringt, also den Tailspin. So. Und hier sieht man beim Tailspin, also wenn er durchgeführt worden ist, wenn man nach vorne rennt, welcher Teil vom Charakter eigentlich wichtig ist, mit welchem Teil man treffen könnte, also die Faust, und welche Teile von Kazuya sozusagen hitbar sind. Das habe ich nämlich das gemeint, von wegen, wenn man mit dem Rücken angreift, wäre das gar nicht möglich. Stellt euch mal vor, einer rennt hin und packt, der würde ja seine Beine nicht kriegen, wenn er andersrum wäre jetzt der Kazuya. Deswegen nur der untere Teil. Das heißt mit einem Pickup und oben für einen Throw oder einen Splat. Das sind die einzigen Teile und das wäre es eigentlich auch schon. So und ganz kurz, dann mache ich wieder Standard. So. Ja. Jetzt erstmal erkläre ich euch wieder das Crushing. Weil ich habe das euch jetzt nur in dem Fall von einem Hopkick gesagt, ja. Ein Crushing ist auch, also wie gesagt, wenn es, wenn der Gegner einen Hopkick macht und ich komme ganz, ganz schnell mit einem Down 2, dann kann sein Hopkick, ja, ich lasse mal Kazuya
Ich lass mal Katsuya wiederholte Aktion. Nicht Liste der Angriffe aufzeichnen. So, Aufnahme starten. Okay. So. Abspielen. Nochmal. Na komm. So. Ich muss wahrscheinlich öfter machen. Aufnahme starten. Okay, das sollte reichen. Und los geht's. Na komm. Okay. Bei Katsuya hat zu wenig Range und er bewegt sich nicht. Das sind halt so Sachen, die kann man, wenn der Computer nicht wirklich ein Spieler ist, sehr schlecht zeigen. Das tut mir leid, aber es geht halt nicht anders. Und zwar ist das Crushing ja das, wenn ich jetzt einen Hopkick mache, ja, eigentlich Middle ist hier, ja. In vielen Fällen ist sowas auch High, ja. Und der Gegner macht einen Down One schneller als ich, dann sollte er eigentlich sein Down One treffen. Oder machen wir es, ich glaube sogar andersrum erklärt es besser, weil das ist so 50-50, das kann auf eurer Seite ein Vorteil sein, wie auf den Gegner Seite ein Vorteil, okay? Also, der Gegner macht Down One schneller als ich und ich mache einen Hopkick danach. Ja? Und obwohl mein Hopkick langsamer ist als sein Down One, trifft mein Hopkick trotzdem. Und es liegt nicht daran, dass ich sozusagen gesprungen bin, sondern das liegt am Crushing. Und zwar ist es so, der Jin braucht ja, er kickt ja nicht direkt, er muss ja erstmal hochspringen und kicken. Verstanden? Er muss ja erstmal hochspringen und kicken und ab da kommt erst diese Kollision zustande. Und ab da werden auch diese Frames für das Crushing gezählt. Versteht ihr? Deswegen müsst ihr diese Startup-Frames, diese Anfänge, bevor der Move überhaupt erst gehittet hat, ja, die spielen nämlich auch eine große Rolle. Darauf kommt es nämlich auch an. Deswegen kann es sein, wenn beide Spieler fast gleichzeitig einen Move machen und der andere trifft trotzdem, obwohl es von der Situation her gar nicht hätte so sein sollen. Das ist das Crushing, ja. Das ist so, wenn Katsuya jetzt so ganz, ganz langsam, ganz slow, ganz simpel, dass das auch wirklich jeder versteht, weil ich glaube, das ist ein bisschen schwer zu verstehen. Okay, das kann ich aufzeichnen. Und Aufnahme starten. Okay, so. Also, ich mache jetzt den Move hier und ihr könnt sehen, die Startup von dem, weil Jin in Stance geht, ist ja krass im Minus und er braucht sehr, sehr lange. Die Startup von dem Move nach der Stance ist auch sehr, sehr lang. Okay? So. Katsuya, los geht's. Na komm, Katsuya. So. Oder ich kann es auch mit dem hier machen. So, hier, Down 4 ist beste Option. Na komm. Na, greife an. So, habt ihr das gesehen? Da war es gerade wieder. So, nochmal. Da war es eigentlich gerade. So, mein Down 4 hat schneller, also hat ihn getroffen, obwohl er früher angefangen hat als ich. Und hier, wie gesagt, hier geht es nicht darum, dass Jin sich duckt. Ich könnte selbst mit dem Move hier schaffen, obwohl ich stehe. Ja, das ist diese Differenz. High gegen Low, Low gegen High, Mid gegen Low, Mid gegen High. Obwohl eins früher anfängt, dass der Gegner trotzdem trifft, obwohl er später angefangen hat. Das ist das Crushing.
Und dieses Crushing hat halt, wie gesagt, besondere Frames mit den Startup-Frames, da müsst ihr aufpassen. Und vor allem ist es ein Vorteil, ja genau, wenn ich auf Counter treffen sollte, ja, dann habt ihr damit, ja, das, so, da brauche ich mich nicht mal aufladen, da kommt Katze, ja. Dann habe ich einen freien Launcher, ja, ein Launcher for free. Deswegen ist es auch wichtig, von dem letzten Part, den ich euch gezeigt habe, zu wissen, wann ihr wo angreifen sollt. Okay? Das sind diese Crushing Moves. Nochmal: Low gegen High, High gegen Low, Mid gegen High, Mid gegen Low, alles gemischt. Obwohl der Gegner früher anfängt, trifft eure Attacke, die er später angefangen hat, trotzdem. Sowas nennt man Crushing, ja? Wenn ihr mit einer Attacke sozusagen mit eurem Angriff, mit der Kollision des Angriffes, den Gegner seine Attacke ausweicht und euch daraus einen Vorteil erschafft. Wie zum Beispiel auch einen Free Launcher. Und da können wir jetzt hier gleich mit weitermachen. Mann, habe ich das gut sortiert. Und zwar, weil ich gesagt habe, mit Low High. So, wann soll ich mitgehen? Wann soll ich High gehen? Wann soll ich Low gehen? Ganz simpel erklärt, eine Formel dafür gibt es nicht. Eure Intuition, dafür kann ich euch auch nicht nehmen. Sorry, die Beleuchtung ist gerade ein bisschen Bullshit. Ja, aber im Normalfall, seid ihr auf Midrange und ihr wisst nicht, was der Gegner macht oder er kommt mit einer Attacke, wo ihr seht, okay, das sieht nach einem sehr großen Startup-Frame aus. Macht ihr einen mit, beziehungsweise noch einen Splat am besten. Ja, da geht ihr mit. Wenn der Gegner nah an euch ist und versucht euch zu pressuren und zu poken und ihr wollt irgendwie wegkommen oder ihn abbrechen, dann geht ihr low. Dann geht ihr low. Wenn ihr seht, dass der Gegner sich entweder so duckt, um dann While Standing Moves zu machen oder um euren Highs auszuweichen, dann geht ihr High, weil ihr ihn dann automatisch launcht, wie zum Beispiel hier mit dem Hopkick. Ja, und das ist diese, das gehört halt dazu, zu diesem Pressure, zu diesem Whiff Force, zu diesem Range Game, Mind Game. Wenn ihr an den Gegner, ihr seid hier, ihr macht sozusagen das gleiche wie der Gegner, ja, ihr guckt, dass er Fehler macht, dass er whifft. Dann geht ihr an ihn dran, weil ihr endlich mal was machen müsst wegen Time-Up oder sonst was, oder ihr seht, er kommt einfach nicht nah dran. Dann geht ihr nicht drauf, einfach los und dann seid ihr derjenige, der whifft. Nein, ihr geht auf sehr, sehr kurze Distanz, ja, und dann seht ihr, okay, wie hat sich der Gegner bewegt und daraus könnt ihr dann sortieren, okay, ich gehe jetzt slow, weil wenn es auf Counter-Hit tritt, habe ich einen Free Launcher. Okay, ich will ihn weghaben, damit er mich nicht pressured und ihm sagt, fatz ab. Ja, lass mich von deinem Pressure nicht beeindrucken. Dann geht ihr mit. Und wenn ihr seht, okay, der geht nur mit Absicht her, damit er dann ein Low machen kann, um mich zu launchen, dann kommt ihr direkt mit einem High. Okay? So müsst ihr das einschätzen können. Das sind diese Differenzen. Wann gehe ich Low? Wann gehe ich mit? Wann gehe ich High? Und genau da kommt dieser Throw-Block zustande, dass ihr wisst, wann, wie, wo. Genau da, und genau da kommt es auch auf das Crushing an, ja? Wo, wenn ich jetzt wo angreife, woraus habe ich die meisten Vorteile? Wo kann ich den Gegner crushen? Welcher Crush bringt mir am meisten was? Low Crush, Mid Crush, High Crush, ja? Das sind so diese detaillierten Sachen, so. Und dieses Pressure ist auch vor allem Wave Dash. Vor allem Wave Dash. Wenn der Gegner keinen Plan hat, ja, und ihr Wave Dasht ihn einfach, vertraut mir, sorry, mein Wave Dash kackt gerade irgendwie rein, ich bin außer Übung. Ja, weil der Gegner entweder überhaupt nichts weiß oder er weiß davon, welche Möglichkeiten ihr aus seinem Wave Dash ziehen könnt, vertraut mir, die meisten Spieler online wie offline, die damit nicht vertraut sind, die da nicht darüber stehen, die haben Angst davor. Die bleiben wie erstarrt stehen. Für die ist es ein Schock. Ja, die wissen nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Deswegen, wenn ihr auf Pressure geht, ja, dann braucht ihr Pokes.
Pokes. Das sind ganz einfache Attacken, ganz normal. 1, 2, 3, 4. Vor jetzt nicht hier, weil das ein Tailspin-Move ist und ein Crush. So ganz simple Sachen oder ganz, ganz einfache Hit-Confirmable-Sachen, ja? Pokes braucht ihr dann. So, und das ist die Pressure, nach vorne gehen und den Gegner sozusagen einschüchtern mit euren Attacken. Da braucht ihr keine Kombos, gar nichts. Ja, ihr wisst ja jetzt, was ihr dagegen macht, aber wie ihr das einsetzt, das ist das, dass ihr an den Gegner reingeht und sagt, ich greife dich jetzt an, ich mache dich jetzt fertig, ich komme von überall, ich überliste dich jetzt, du hast jetzt keine Ahnung, was ich mache und ich komme damit durch und du kannst nichts dagegen machen. So, wenn ihr dann sozusagen auch mit Wave Dash drangeht, dann macht nicht solche Sachen, die große Startup-Frames haben. Das ist Bullshit. Weil wenn ihr schon an der Position seid, wo ihr Pressure an den Gegner einsetzen könnt, dann wär ein Long Startup-Move fatal. Weil dann kann er sagen, okay, du hast mich jetzt zwar gepressured, aber du machst gerade einen Long Startup-Move. Ich kann den locker blocken, punishen und dann bin ich dran. Jetzt zeige ich dir, wie das geht. Und das es so weit kommt, das wollt ihr nicht. Ihr wollt im Vorteil sein, ihr wollt den Gegner überlegen sein. Genau deswegen bleibt ihr bei den Pokes, ja? Ihr zwingt den sozusagen, wenn ihr jetzt zum Beispiel nur mit Highs kommt. Okay, jetzt kommt er wieder mit Highs. Nope. Hopkick, Crushing, Launcher, Bam in dein Gesicht. Combo. Und schon habt ihr einen krassen Vorteil. Okay? Das ist so dieses Pressure Game, ja. Vor allem ist es krass, wenn die Wand da ist. Weil wenn die Wand da ist, ja, dann fühlt sich der Gegner noch viel mehr eingeengt. Weil wie ich euch gesagt habe, man kann sich ja gegen Highs ducken, gegen Lows ducken und gegen Mids und Highs allgemein kann man sich so schützen. Und ihr wisst ja noch, dass es Sidestep und Backdash gibt, ja. Das Ding ist, mit Backdash kommt man aus den meisten Pokes leicht raus, wenn man es drauf hat. Aber wenn man eine Wand hinter sich hat, ja, dann ist der Sidestep, der Backdash, wie der Korean Backdash und auch selbst manchmal das Ducking, ist sehr, sehr eingeschränkt. Ja, sehr eingeschränkt. Und deswegen steht der Gegner da noch mehr unter Druck. Und genau da könnt ihr sogar noch mehr, ihr könnt sogar sowas machen, ja, Hit-Confirmable Moves, die am Ende sogar splashen. Dann habt ihr den Gegner an der Wand und haut ihn weg. Macht Wall-Combo. Ja, das sind so diese krassen Vorteile, wo man sich seiner Situation bewusst sein muss und sie dann komplett ausnutzen kann. Weil das sind diese Key-Moves, die Pro-Player benutzen und die diese Pro-Player auch zu Pro-Player machen. Die scheißen auf Combos. Ja, die gehen nur auf Pressure, auf Spacing, auf Pokes, auf Crushes und wenn sie dann den Gegner haben, dann kommen erst die krassen Kombos raus, wo ihr denkt, alter, wow, alter, krank, ja, erst dann kommt sowas raus. So, jetzt, ich habe euch ja gesagt, man soll mal den Gegner launchen, also darum geht's jetzt. Ich habe euch gesagt, wenn der Gegner sich duckt, am besten Hopkick oder so machen, okay? Irgendwelche Launcher so. Es gibt ja aber auch noch Counter-Hit-Launcher. Da mache ich lieber am besten Counter-Hit an. Weil da muss ich nicht immer angreifen, ja? Also ihr könnt ja so oder so. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ihr könnt selbst mit Lows, die den Gegner umwerfen, launchen, ja? So. Wann benutze ich einen Launch? Theoretisch benutzt ihr einen Launch, wenn ihr auf Pressure seid oder wenn ihr wenn ihr euch sicher seid, während der Gegner euch pressured, dass ihr damit kontern könnt. Das ist der Theoriefall. In der Praxis ist es so, dass ihr den Gegner dazu zwingt, sich zum Ducken für den Hopkick und wenn ihr seht, er macht einen langen String, wie zum Beispiel das hier, ja? Dann wisst ihr, ihr könnt den letzten ducken und dann sozusagen Wild Rising Launcher machen. Wenn der Gegner sowas macht, ja, so Splat Moves, dann wisst ihr, ihr könnt sidesteppen und dann könnt ihr launchen.
okay? Wenn der Gegner selbst mit High Mix abkommt, dann könnt ihr ihn low launchen. Und wenn der Gegner die ganze Zeit angreift, ihr seid aber auf einer guten Distanz und ihr seht, er steht gerade auf oder irgendwas, was eine ziemlich krasse Startup-Frame hat und ihr seht es einfach, dann kommen die Counter-Hits ins Spiel. Dann kommen die Counter-Hits ins Spiel. Und dann benutzt ihr diese Art von Launcher. Ja, nochmal. Wenn ihr den Gegner dazu zwingt oder weil er While Rising machen will, sich duckt, dann benutzt ihr High Launcher wie den Hopkick zum Beispiel bei Genesis jetzt mit, aber wie gesagt, durch das Crushing. So. Wenn der Gegner auf Pressure ist und ihr wollt irgendwie davon wegkommen, ja, wenn er die ganze Zeit mit Chokes kommt, dann versucht ihr ihn von unten wegzustoßen, weil er nicht darauf vorbereitet ist. Noch ein Launcher. Wenn er mit Splat Moves, mit Long Startups kommt, macht ihr Sidestep und launcht ihn. Und wenn ihr seht, er benutzt arschlange Springs, wenn ihr wisst, dass der letzte High ist zum Beispiel und ihr habt genug Zeit, den zu ducken, dann macht ihr While Rising. Andernfalls nutzt ihr diese Lücke zum Beispiel und geht auf Counter-Hit. Okay? Das sind die Optionen für Launcher. Es kommt natürlich auf die Frames an, von wegen habe ich genug Zeit, um einen Counter-Hit überhaupt auszuführen. Ist dieses 4 wirklich, dieser Abstand zwischen 1, 2 und 4 wirklich so langsam, dass ich das noch hinkriege? Macht der Gegner das auch so langsam? Das muss man halt alles abschätzen. Deswegen sind diese Counter-Hit-Launches am schwierigsten. Aber sie sind die, die am meisten Damage geben. Ist ja auch klar. Ja? Das sind halt die Situationen, wo ihr über Launcher nachdenken solltet. Und wie gesagt, Launcher sind automatisch Combo-Starter. Ja? Zum Beispiel bei Jhin, der hat was ganz Besonderes. Es wurde zwar genervt, die Range wurde zwar genervt und die Recovery wurde auch genervt, also die ist viel größer geworden. Wenn der Gegner low geht, dann macht er zum Beispiel sowas. Katsuyas Hell Sweep ist ungefähr sowas, ja. Er dreht sich, kommt low und wirft den Gegner um. Da ist dann sowas perfekt. Ja, ihr springt drüber und ihr habt sozusagen eine Möglichkeit zu crushen, aber ihr habt einen mit Counter-Hit, wo ihr den unteren ausgewichen seid, mit einem Crushing sozusagen. Und könnt dann ein Combo vollziehen. Ja? Das sind eigentlich alle Optionen. Alle Optionen. Okay? Dann hätten wir das auch. So. Jetzt. Okizeme. Okizeme. Status, Gegnerstatus. Ja, das passt. So. Nee, erste Aktion. Stand. Zweite Aktion nicht festgelegt. So. Okizeme ist, wenn der Gegner auf dem Boden ist und ihr macht sowas. Oder sowas. Oder sowas. Genau, das sind diese Universal Moves, ja? Es gibt noch Leute wie Paul, King, Hyejin, Heihachi, Kazuya, Nina, Lily, Dragunov. Die haben alle besondere Attacken, während der Gegner auf dem Boden liegt, also besondere Okizeme, die extra dafür gemacht ist, wenn der Gegner auf dem Boden liegt und dann wirklich auch nur funktioniert. Also die können auch wirklich nur ausgeführt werden, wenn der Gegner auf dem Mund liegt. So, da steht Down 2, ich drücke jetzt Down 2, das kommt dabei raus. Drücke ich jetzt Down 2, kommt das dabei raus. Das ist das Ground Game. King hat da sogar Parker. Das ist meistens Down Back, Throw, Down Back plus Throw. Dann packt er den Gegner am Boden, welches man aber genauso wie einen normalen Throw ausweichen kann. So, das ist Okizeme, also wenn der Gegner auf dem Boden liegt, sowas zu machen. Wie gesagt, King kann da auch packen. Ihr könnt den Gegner natürlich auch splatten, weil es gibt ja sowas wie
Vorwärtsrolle, da könnt ihr Forward, Forward 2 benutzen, um den Gegner zu splatten. Ja, oder ihr könnt sonst irgendwelche Attacken machen. Manchmal, wenn ihr Tracking Moves habt, zum Beispiel Natural Combos, ja, und der Gegner drückt irgendwas. Das ist ja das wie mit dem Sidestep. Ja, das, wegen Sidestep erwähne ich das jetzt nochmal kurz. Wenn ich jetzt sowas mache, ja, Running Free, und der Gegner sidesteppt mich in dem Moment, kann ich das irgendwie Liste? Ist das. Hier. So. Abspielen. Habt ihr gesehen? Na komm. Ich kann nicht vorausschauen. So. Ihr habt gesehen, ich habe ihn gesidesteppt. Ja, ganz normal. Aber. Mal gucken. Hat der irgendeinen Sidestep? Ich krieg dann einfach vor. Okay, los geht's. So, habt ihr das gesehen und gehört? Ich bin gesidestepped, aber wenn ich direkt nach dem Sidestep eine Attacke mache, dann trifft es mich trotzdem. Und das ist das sogenannte Tracking. Ja, deswegen, wenn der Gegner mal, es kommt jetzt nicht aufs Running 3 an, ja, wenn der Gegner mal sowas macht wie ich hier, ja, sowas, und ihr seht, das geht eigentlich nur direkt nach Forward und ihr könnt es eigentlich sidesteppen, aber es trifft trotzdem, dann ist es das sogenannte Tracking. Und da sind so Hit-Confirmable Moves, vor allem bei Jin, der hier, weil der letzte hier, das ist ein Homing Move, das heißt, gegen den kann man nicht sidesteppen, sind da solche Sachen am besten. Das heißt, ihr wisst jetzt, was mache ich, wenn der Gegner sidesteppt, Homing Moves, oder wenn ich sidesteppen will, dann sollte ich nicht direkt nach dem Sidestep mit einem Punish kommen, sondern ich muss erstmal gucken, okay, bin ich jetzt sidegesteppt, bin ich dem Angriff ausgewichen, und genau dann könnt ihr String, Launch, whatever, ja? Das Ding ist, bei sehr vielen Charakteren, also eigentlich bei allen, ist es so, die haben so eine Prioritätenseite. Bei den Mishimas ist es die linke Seite, weil sehr viel... Die linke Seite. Die rechte Seite. Ich habe jetzt gerade von Katsuya falsch rumgesehen. Die rechte Seite, ja? Die benutzen viel 2, die benutzen viel 4. Da ist es die rechte Seite. Und da müsst ihr automatisch denken, okay, ich sidesteppe nach links. Wenn es ein Gegner ist, der viel 1 und 3 benutzt, ja? Also die linke Seite, dann sidesteppe ich nach rechts. Da gibt es auch Tabellen online, sonst was. Und ihr denkt euch, oha, das ist ja voll kompliziert. Normale Sidesteps an sich funktionieren aber auch, wenn ihr sie gut genug getimed habt und die Range nicht zu krass ist. Okay? Gut. So, dann hätten wir das auch. So, und jetzt, da muss ich dafür den Gegenangriff ausmachen. Und zwar ist es bei Jin ganz besonders, das kann euch aber auch passieren. Und zwar hat es so einen Effekt wie Magic 4, ja, Magic 4. Wenn ein normales 4 auf Counter trifft, jetzt nicht das von, warte, kann ich euch das zeigen? Gegenangriff. Gut. So, und jetzt. Und wiederholte Aktion. Aufzeichnen. So. Die meisten fetzen ja hoch. Bei Katsuya wird genau wie bei Jin der Gegner also ins Knockdown befördert. Und ein Combo ist möglich. Aber wie gesagt, die meisten fliegen da in die Luft sozusagen. Also sie fliegen hoch. Das klingt jetzt alles so falsch. Aber ihr wisst,
was ich meine. Die heben vom Boden ab. Ihr wisst, was ich meine. So. Und zum Beispiel hat Jin jetzt den Move, der, wenn er auf Counter hit trifft, egal was für ein Move danach, der Gegner, der fliegt automatisch hoch. Ja? Jetzt könnte es sein, ich will ein EWGF machen. Ja? Aber weil ich irgendwie was falsch getimed habe oder schlechten Input hatte, ja, Miss-Input, kommt dabei der raus. Und dann kann ich gleich sowas machen. So, wenn ihr den Gegner unabsichtlich, absichtlich wie unabsichtlich, ja, im richtigen Moment mit einem Counter-Hit, 1, 2, 3 oder 4 trifft, ja, Counter-Hit 4 kann im Stand auslösen, deswegen heißt es auch, ist es auch das sogenannte Magic 4. Bei allen anderen wie 3, 1 und 2 ist es so, dass der Gegner angreifen muss, hochspringen muss oder irgendeine waghalsige Aktion machen muss, wie zum Beispiel ein Running 3, und ihr kriegt ihn aus Versehen mit einem 1, mit einem 2, mit einem 3, mit einem 4. Dann machen die meisten Spieler das so, weil sie noch nicht an diese Situation gewöhnt sind, weil es noch viel zu hoch für sie ist. Machen die meisten Spieler dann so, sie bewegen sich gar nicht, weil sie denken, oh scheiße, was habe ich denn jetzt gemacht? Ja? Ich probiere mal, warte, wie könnte ich euch das zeigen? Welchen Move müsste Katsuya machen? Welchen Move müsste Katsuya machen, dass ich ihn mit einem One launchen kann? Das passiert so random. Mit einem Standing Move wird es auf gar keinen Fall funktionieren. Machen wir es mal mit Wild Jumping 3. Wild Jumping 3, okay? So, Aktion. Wiederholte Aktion. Aufzeichnen. Gott, wenn wir das Ding hier nicht hätten. Okay? So. Nee, nicht langsam, sondern schnell. So. Na komm. Seht ihr das? Und das passiert im Kampf automatisch, weil der Gegner einfach Sachen raushaut, die erwartet ihr einfach nicht. Ja? Die erwartet man einfach nicht. Und dann drückt ihr einfach nur zum Poke. Das macht man ja, um Moves abzubrechen, um wieder dieses Gleichgewicht zwischen euch und euren Gegner herzustellen, dass er nicht die Oberhand über euch gewinnt, dass er nicht in diesen Pressure-Modus reinkommt. Dafür sind ja die Pokes da. Und manchmal können die Pokes dazu führen, dass ihr unabsichtlich einen Counter-Hit-Launch ausgeführt habt. Und genau in diesem Moment daraus noch ein Combo zu machen, ja, das ist schon High-Level-Skill eigentlich. Vor allem sich das anzutrainieren, am besten zu wissen, welchen Combo man da am besten benutzen kann, der am meisten Schaden gibt. Das ist wirklich High-Level-Shit. Und genau dieses Verfahren nennt man Converting. Ja? Ihr konvertiert sozusagen einen Gegner, einen Move vom Gegner in euren Launcher. Und das durch 3. Na komm, spring. Das war zu lang. Na komm, spring. Ja? Durch 1. Durch 2, ihr habt ihn automatisch im Juggle gebracht, nur durch eine Taste, ja? Oder ihr könnt ihn auch direkt herspinnen. Und genau bei 4, ja, auf Counter-Hit, bei 4 muss der Gegner sowas nicht machen. Er muss gar nicht hochspringen oder so. Es reicht schon, wenn er angreift, im Minus ist, sowas. Und ihr trifft ihn mit eurem Vor schneller, ja? Dann habt ihr ihn schon automatisch gelauncht. Dann habt ihr ihn schon automatisch gelauncht. Und genau deswegen, weil es sich in dieser Situation von den anderen differenziert, heißt es Magic 4. Okay? Genau aus diesem Grund. So. Der letzte Punkt, den ich mit euch besprechen will. Und wo ich dann wirklich eigentlich das Gefühl habe, dass ich euch wirklich das Wichtigste von Wichtigsten gesagt habe. Ich mache mal jetzt noch kurz Counter-Hit und so aus. Ja, hier, das sind so Moves, die benutzt man eigentlich gar nicht.
die passieren unabsichtlich und die sind unerwartet, die sind, sowas macht man einfach nicht, okay? Das gehört einfach, also wenn ihr gegen billige Spiele oder Spiele, die ihr gut genug kennt, weil ihr oft gegen sie spielt und ihr habt genug Vertrauen in euch und ihr wisst, das würde auf jeden Fall durchgehen, dann vielleicht 10% vom Match oder sowas. Also deswegen sage ich, man benutzt es eigentlich gar nicht. Und das ist, es gibt das sogenannte Jumping Four, ja, oder Wild Jumping Four. Ja, und dann gibt es die sogenannten Wild Landings. Das ist, wenn ihr springt und ihr kommt wieder hin. Wenn ihr das schnell macht, das sind dann die Landings, ja, wenn ihr schnell genug macht. Und dann gibt es, und das ist halt universaler Hopkick Plus, ja, und dann gibt es noch die Wild Landings. Und diese Wild Landings, wenn ihr das genau seht, ich spring mal nur hoch. Wenn Jin hochspringt und dann auf den Boden aufkommt, ja, dann geht er ja ganz kurz ins Ducking, ja. Und ob ihr es glaubt oder nicht, dieses Ducking, dieses ganz kurze, ist wie ein Ducking an sich. Und weil er dann schon automatisch wieder hochkommt und ihr dann eine Taste drückt, habt ihr automatisch einen While Rising Move. Automatisch. Das habe ich sehr oft mit Devil Jin benutzt, weil sein Wild Rising 2 ist einfach der Hammer. Es war ein Direct Tailspin Move im letzten Teil und aus Direct Tailspin konnte man früher einen Bound und dann ein Combo machen, also übel krasser Vorteil. Deswegen habe ich immer den hier gemacht, weil der Gegner dachte, entweder ich mache nichts oder weil Jin kurz low geht, komme ich low. Aber dabei bin ich mit einem Mid- bzw. High Crush gekommen, ja? So. Das sind diese Wild Landings. Diese Landing Moves sind diese während dem, also diese Jumpings. Und die kann man für Combo Extenders benutzen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Deswegen werden sie selten genutzt, weil die benutzt man eigentlich so gut wie gar nicht. Und in Tekken 1, Tekken 2, teilweise noch Tekken 3 war einer der wichtigsten Moves, einer der wichtigsten Moves, das Wild Landing. Ne, das Landing 2, Landing 2. Weil, wenn ihr auf dem Boden liegt, die Recovery Frame von Ground auf Wild Standing war so negativ, so krass negativ, es hat so lange gebraucht, dass hier vom Liegen wieder in die Standardposition kommt, dass das hier immer der Follow-up war, wenn der Gegner euch auf den Boden gefetzt hat. Das war ein fundamentaler Move. Heutzutage ist es kompletter Bullshit. Heutzutage braucht es keiner, es wurde aber trotzdem drin gelassen. Manche Leute, wie zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Akuma oder Josie oder auch manche andere Charaktere, ich glaube Dragunov und so, haben sogar besondere Moves hier. Oder Ling Xiaoyu oder Nina haben sogar besondere Moves, wenn ihr Wild Landing habt oder Wild Jumping habt. Aber im Normalfall benutzt man das nicht und der eigentliche Grund, warum ich euch das zeige, ist, wenn ihr Wild Landing bzw. Jumping 3 benutzt, habt ihr einen automatischen Counter-Hit. Ob der Gegner sich schützt oder nicht. Oder? Ist es auch während den Schützen? Wartet mal ganz kurz. Stand, Abwehr im Stand, mal gucken. Ich glaube nämlich nicht, nein. Aber wie gesagt, es ist ein Direct Counter-Hit. Dafür ist es wichtig. Und Wild Jumping 4 ist sozusagen der ultimative Hopkick. Er ist der stärkste Hopkick und er wird in den meisten Combos als Juggle benutzt, weil wenn ihr, stellt euch mal vor, ich fetze den Gegner jetzt weit hoch. Ja? Und ich benutze das, wie zum Beispiel jetzt bei dem Move, ja? Und ich jump nach vorne und mache ein Wild Jumping vor. Dann kriege ich ein Follow-up und ich habe automatisch die Range verkürzt und diese Wild Jumping-Attacken, die nehmen nicht gerade viel ab. Ich zeige es euch mal mit der Differenz. Hopkick 13, Wild Jumping 25, fast das Doppelte. Ja, das ist noch so Side-Sache, so Side-Bullshit. Den hätte ich euch eigentlich gar nicht zeigen müssen, weil
Das werdet ihr nur benutzen, wenn ihr entweder ganz weit unten seid, was ihr mittlerweile eigentlich nicht mehr seid, wenn ihr das alles schon gesehen habt, oder ganz weit oben seid, wozu ihr eigentlich Korean sein müsstet oder die Japaner und dann halt solche Augen, ja, ohne die zu dissen. Ich liebe diese Leute, ich respektiere sie, ja, aber das sind halt diese Geeks, diese Freaks, diese Nerds und die wissen hundertprozentig, wann sie welchen Move wie benutzen. Ja, und so weit sind wir an sich noch nicht. So weit bin ich auch nicht. Ich kann das manchmal gegen Freunde benutzen, aber online so. So, und jetzt, da jetzt eigentlich, falls mir was noch einfällt, fragt mich in den Kommentar-Sections, weil es müsste mittlerweile so wenig sein, dass sich ein Video daraus zu machen gar nicht mehr lohnt. Aber das Letzte, was ich euch noch sagen kann, was in eurem Level jetzt, wie auch über eurem Level, sehr oft ein krasser Vorteil ist, für euch wie für den Gegner, je nachdem, wer es zuerst benutzt. Und zwar solltet ihr bei Pokes wie bei Strings, langsamen Strings, sehr oft Backdash machen. Das machen selbst Skilled, also erfahrene Spieler nicht. Und das ist so schlecht. Ich vergiss es auch manchmal, weil ich es zu oft nicht gesehen habe und zu oft von meinem Gegner nicht benutzt worden ist. Aber es ist so ein Vorteil, weil der Gegner so krass whiffen kann und ihr daraus so viel machen könnt. Ja. Und zwar gibt es die sogenannten Fake Moves, wie Baitings sozusagen. Und dazu gehört auch, das ist auch ein Zusatz zu der Whiff Force. Ja. Ihr könnt es sozusagen damit kombinieren. Whiff Force funktioniert am besten mit Baiting. Baiting funktioniert am besten mit Whiff Force. Was ist Baiting? Ich versuche das jetzt mal wieder aufzunehmen. Es sollte eigentlich nicht funktionieren, weil es ist ein Computerspieler. Aufzeichnen. 1, 2, 3. Zack, zack, bam. Nee, machen wir das noch langsamer. 1, 2, 3, zack, zack, bam. Okay, das müsste reichen. So, ich gehe jetzt auf Abstand. Na los. Und guck, dass der Gegner whifft. Ja, hier. Das ist sozusagen diese Whiff Force. Dass ich ihn dazu zwinge durch meine Be und das genau in diesem Beispiel, genau so wird es online passieren. Ihr bewegt euch so, der Gegner, der kann angreifen. Und dann schützt ihr euch oder ihr weicht damit sogar aus. Okay? So. Und dieses Baiting ist sowas. Ich zeige euch zuerst ein Beispiel. So. Bam. Ich muss es öfter machen, weil das ist zu langsam. Okay, das sollte reichen. So. Los geht's. Dieses Baiting ist, wenn ihr zum Beispiel aus großer Distanz. Warum rennt der jetzt? Wenn der Gegner jetzt aus großer Distanz sowas macht, oder ich mach sozusagen. Ich muss wieder, weil ich weiß nicht, wieso der jetzt zu mir gerannt ist. Nach hinten, bam. Nach hinten, bam. Okay, das sollte reichen. So. Wenn ich jetzt hier in dieser Position bin, ja, und ich mache jetzt sowas. Der Gegner denkt, der kann angreifen, aber das war von mir nur ein Fake-Move, damit ich ihn zu diesem Angriff zwinge. Versteht ihr? Hier, ich mache Bam, er denkt, der kann danach angreifen. Ich muss ein bisschen warten. Ja, das war jetzt blöd. So, seht ihr? Ich zwinge ihn sozusagen mit meinem Fake-Move anzugreifen und dabei whifft er. Versteht ihr? Und dann kann ich direkt Hopkick oder sonst was machen. Nochmal hier. Und das war zu langsam von mir. Greif nochmal an. So, zack, zack, zack. Ja, dieses ein Move vortäuschen, um den Gegner zum Angriff zu zwingen, wobei ihr schon wisst, von dieser Entfernung whifft er und genau diesen Whiff zu
Und ja, die sehen in Kombination mit Whiffwars, ja, weil wenn ihr den Gegner jetzt so nah seid, ja, dann könnt ihr ihn ja kaum punishen. Ja, versteht ihr? Ihr könnt ihn kaum punishen, wenn er sich direkt danach schützt. Dann habt ihr keinen Vorteil. Im Gegenteil, wenn er diesen Move blockt und eurer ist zu negativ, dann kann er euch sogar damit punishen, ja? Versteht ihr? Und genau deswegen ist es mit dieser Whip Force, mit diesem Rage Game, am besten zu kombinieren. Ihr sucht euch zuerst einen guten Abstand, dann sucht ihr euch irgendeinen Move aus, okay, wo ihr denkt, der hat eine gute Recovery Frame, ja? Greift auch Spaß an, lässt den Gegner angreifen und kontert direkt mit allem, was ihr habt. Das ist das Baiting und das ist sozusagen das Non plus Ultra von Range, von Mind Games, von Spacing, von Whiff Force, von Punish, von all dem. Das werdet ihr online so oft sehen und ihr werdet sehen, wie krank diese Leute das ausnutzen, vor allem in dem High Ranks, dass ihr da den größten Shit rausholen könnt. Ihr könnt den Gegner damit so fertig machen, dass wenn sowas nur zweimal passiert, kann das schon das Game Over für den Gegner sein. So krass ist es. Es kann schon das Game Over für den Gegner sein, wenn ihnen das nur zwei bis dreimal passiert. Und genau deswegen ist es auch so schwierig. Genau deswegen ist es auch nicht so leicht, ja, erstmal dieses System zu verstehen. Auf Abstand sein, ein Move vortäuschen, bei dem ihr im Hintergedanken habt, okay, selbst wenn der Gegner jetzt einen Gegenangriff startet, whifft er und durch euren Whiff greift der Gegner an, weil er euch punishen will. Er trifft euch ja aber nicht, weil ihr zu großen Abstand habt. Das heißt, er whifft und ihr punisht ihn dann. Das ist ein... Das in Worte auszudrücken klingt so kompliziert. Aber ihr müsst es euch einfach so wie Ping-Pong vorstellen ungefähr, okay? Ihr faked was vor, eine Bewegung vor, der Gegner reagiert drauf, weil ihr sie vorgefaked habt. Trifft es nicht und ihr kommt wieder mit einer Bewegung, die diesmal trifft, weil der Gegner davor gewifft hat. Das gleiche kann der Gegner mit euch machen, deswegen solltet ihr zweimal überlegen, und das sind halt diese Mindgames, zweimal überlegen, mache ich jetzt einen Move, der den Gegner wegfetzt, damit ich mehr Range habe, der aber punishbar ist. Bleibe ich lieber in Verteidigung, um sowas nicht zu kassieren, aber komm dann nicht an ihn ran. Oder versuch irgendwas anderes, was er aber schon vorhersieht, gerade weil er mich zu einem Move gezwungen hat. Versteht ihr? Das ist so das heißeste Level. Das heißeste Level. Und wenn ihr dann online spielt oder gegen Freunde spielt und es wird ziemlich brenzlig, genau da ist es am allernötigsten, genau da ist es am effektivsten. Aber genau da ist es auch am schwierigsten, weil ihr dann schon allgemein so unter Druck seid und dann hat man schon allgemein Missinput, ja, man drückt aus Versehen was Falsches kommt raus und ihr denkt euch, fuck, jetzt werde ich gepunished, fuck, jetzt werde ich gelauncht, ja, und dann in solchen Momenten sowas drauf zu haben, immer noch cool zu bleiben, die Übersicht zu behalten und zu sagen, okay, ich habe jetzt nur noch so wenig Leben, dass der Gegner mich mit einem Schlag trifft. Aber wenn ich ein Combo machen könnte, ein Rage Drive oder eine Rage Art durchgeht und er dadurch dann stirbt, dann riskiere ich jetzt ein Baiting hinzubekommen, okay? Diese Whiff Force hinzubekommen. Es ist zwar ziemlich brenzlig, es ist mehr Nachteil wie Vorteil für euch, weil der Gegner ziemlich wenig und machen muss, also ziemlich wenig Aufwand dafür braucht, euch sozusagen KO zu kriegen, aber das ist so diese Möglichkeit, nochmal alles komplett umzudrehen. Ich glaube, ich habe ein Video, ich versuche euch das gleich zu zeigen noch. Nein, ich bin voll drauf reingefallen, fuck. Was für ein Comeback, komm, triff. Hätte ich das aufgenommen? Boah, hoffentlich ist es noch in Wiederholung drin. Alter, was für ein Comeback. Aber ansonsten,
Was ist jetzt eigentlich, ja, ihr müsstet jetzt wirklich komplett alles wissen. Es müsste eigentlich so gut wie gar keine Lücke geben. Versprechen kann ich euch nichts. Aber falls euch aufgefallen ist, okay, da fehlt doch was. Falls ihr irgendwas nicht verstanden habt, ja, oder ihr denkt irgendwie, okay, da brauche ich noch was, dann schreibt es einfach in die Kommentare, weil es ist mittlerweile so wenig, dass es sich gar nicht mehr lohnt, daraus ein Video zu machen. Okay? Alles klar, dann danke fürs Zuschauen, teilen, lernen, mitmachen, sonst was. Und ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall weitergebracht. Werdet ein besserer Spieler in Tekken, seid kein Scrub, seid kein Spammer, ja? Gimmicks könnte ich euch noch zeigen, aber dann verfallt ihr auf die falsche Schiene, in das falsche Schema und dann werdet ihr ewig so Leute sein, die nur zum Trollen online sind und genau das will die deutsche Community verhindern, denn wir wollen endlich mal als Tekken-Community anerkannt werden. Wir wollen endlich mal auf lokale und internationale Turniere kommen. Wir wollen mal uns beweisen, dass nicht nur die Amis und die Asiaten was drauf haben, sondern wir auch was können. Und deswegen ist Skill immer über Gimmick. Okay? Und das waren meine Abschlussworte. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ihr könnt anderen Leuten was zeigen. Ihr könnt selbst daraus viel lernen. Ihr werdet dadurch ein besserer Tekken-Gamer. Und das war's. The Blue Gang says out. Peace, YouTube. World, we are Tekken.